Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show oder Folge. Ich weiß es nicht, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Das habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich da ein bisschen was weg war. Und habe jetzt mir gedacht, ich nehme einfach mal ganz spontan eine Folge auf hier in meine Kamera, ohne dass ich groß was vorbereitet habe. Wir fangen an mit dem allerersten Thema und da habe ich mir erstmal gedacht, ich kommst du aus dem Urlaub zurück und dann ist die Hölle nicht nur zugefroren, sondern da herrscht jetzt sogar Eiszeit, denn Microsoft hat nach dem Windows Subsystem for Linux, also quasi so einem Linux-System, was man unter Windows benutzen kann, nun sogar angekündigt, das in einer Version 2 auszurollen. Die Version bietet dann anders als das bei der vorherigen Version war, wo man einfach Linux-Calls umgelenkt hat auf den Windows-Kernel, einen eigenen Linux-Kernel. Microsoft, stellt euch das mal vor, Microsoft liefert einen eigenen Linux-Kernel für Windows. Puh, vor Jahren hätten wir damit wohl nicht gerechnet und wenn mir das einer erzählt hätte, hätte ich gesagt, hier, du bist reif für die Klapse. Ab nach Meerheim mit dir. Jetzt in dem Fall, Microsoft macht's. Tatsächlich, sie liefern neben dem Windows-Kernel auch einen Linux-Kernel, mit der dann mit Hilfe eines Hypervisors und ein paar Tricks, was die Speicher- und Datenverwaltung angeht, dann sogar auf Dateien zugreifen können soll. Windows 10 wird also einen eigenen Linux-Kernel ausliefern. Ich bin mal gespannt, wie lange es dann dauern wird, dass Microsoft Windows dann eventuell selber auf den Linux-Kernel aufbaut, weil weshalb sollte man Windows-Kernel noch pflegen, wenn man da sowieso schon einen zweiten Linux-Kernel hat? Momentan klingt das noch schon ziemlich so. Du hast wohl ein bisschen was zu viel gesoffen im Urlaub. Aber vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ja, das ist auch der Fall bei eben der Theorie, dass Microsoft einen eigenen Linux-Kernel ausliefert. Und jetzt machen sie es tatsächlich. Sie liefern den eigenen Linux-Kernel aus in der neuen Version mit dem Windows Subsystem von Linux 2. Das dann ausgeführt werden soll und das soll halt einen gemeinsamen Speicher zwischen Gast- und Host-System ermöglichen und viele dieser Sperenzien, die man versucht hat mit diesem Ummodeln von Systemcalls von Linux auf den Windows-Kernel, die müssen jetzt nicht mehr gemacht werden und das verspricht natürlich dann auch so eine Art besseren Support von Linux-Anwendungen unter Microsoft Windows, was natürlich eine super geniale Sache ist für die Leute, die beides irgendwie vereinen wollen. Was ich mir nicht richtig vorstellen kann, wer das machen möchte, aber wer es halt machen möchte, kann jetzt beides miteinander vereinigen und das geht halt jetzt hier mit diesem neuen Dienst. Es gibt noch eine Vielzahl von anderen speziellen Diensten, die hinzugekommen sind, zum Dateiaustausch beispielsweise. Und es gibt noch viele weitere interessante Dinge, die Microsoft angekündigt hat auf ihrer Bild-Konferenz. So soll es jetzt nur noch eine Terminal-App oder eine Eingabeaufforderungs-App geben, die alles miteinander vereinigen soll. Die PowerShell, die Linux-Shell und das alte DOS-like User-Interface. Wie das alles gemacht werden soll, bleibt noch ein bisschen was fraglich, aber das könnte sicherlich eine sehr interessante Geschichte sein, die Microsoft da entwickelt hat. Und wir sind mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Mit dabei bleiben wird immer noch die Möglichkeit, dass man sich verschiedene Linux-Distributionen installieren können soll. Das heißt, die setzen dann alle auf diesen Kernel von Microsoft auf, aber man kann das Userland von Ubuntu, von Fedora, von Debian oder von weiteren Systemen, OpenSUSE oder sowas, dann auch ganz einfach einsetzen. Für die Kommunikation zwischen der Bash-Shell und dem eigentlichen Host-System wird dann auch ein Socket benutzt, anstatt das irgendwie anders zu lösen. Und der soll halt eben dann auch die Möglichkeit für den Dateiaustausch mit Windows-Gästen dienen. Und dazu wird auch das auf ein Dateiprotokoll verwendet oder gesetzt, das altbekannt ist, nämlich das SMB-Protokoll, das Samba-Protokoll im Grunde, das wir ja auch schon kennen, das von Linux-Distros natürlich auch unterstützt wird. Und für Linux-Gäste setzt Microsoft hingegen, und das ist eine interessante Geschichte, auf das in der Unix-Welt bekannte Protokoll 9P, was eingerichtet oder genutzt werden soll. Dazu wird auch für die Kommunikation und den Dateiaustausch ein 9P Server als Dienst in Microsoft Windows mit integriert und der Client in Linux kann das halt dann eben benutzen und dadurch kann halt eben der Dateiaustausch stattfinden. Sehr interessante Geschichte, wie ich finde, und das Ganze läuft dann in einer Art Container wiederum,
so eine Art Docker-Container oder wie man es von Chrome OS kennt, da läuft das ja auch, das System in einem Art Container. Und das könnte also eine sehr interessante Geschichte werden mit der neuesten Microsoft Windows 10-Version, die dann das WSL 2 unterstützt. Bleiben wir bei interessanten Themen und bleiben wir bei Themen rund um Linux. Wir kommen zum weiteren interessanten Thema UbiPorts, also Ubuntu Touch OS. Diejenigen, die das Ubuntu Touch OS weiterhin pflegen, haben jetzt ein neues OTA-Release, also ein neues Over-the-Air-Update herausgegeben für die Geräte, die sie unterstützen. Und dieses neue OTA 9, das jetzt angekündigt worden ist, soll einige Ergänzungen und Aktualisierungen mit sich bringen. Und konzentriert sich dann allerdings auch eher auf Korrekturen und Stabilität, was sehr interessant ist. Die letzten OTA-Updates, die rausgekommen sind, haben doch eher neue Features mitgebracht, wie beispielsweise einen komplett neuen Browser und neue Unterstützung für Hardware. Und das wird jetzt alles weiter ausgebaut und noch stabiler gemacht. Das Ganze soll jetzt am Wochenende, also wenn ihr das hier seht, ist das glaube ich schon der Muttertag, also 12. Mai. Soll das Ganze abgeschlossen sein und dann auch die neue Version des OTA 9 herausgegeben werden. Und die Entwickler haben sich vor allen Dingen darauf konzentriert, bei dieser neuen Version die Stabilisierung voranzutreiben. Sprich, eben die neuen Komponenten, die man eingebaut hat, wie beispielsweise der Browser, wurden weiterhin in der Stabilität verbessert und auch der Display-Server MIR, der immer noch eingesetzt wird, wurde verbessert und auch Qt Context SQLite ist jetzt auch auf einen Stand gebracht worden, damit man halt eben noch besser arbeiten kann, damit es weniger abstürzt und Probleme gibt. Dann gab es auch, und das ist das Interessante, das Ubuntu Artwork Team hat bei der Erstellung von Ideen für eben das Ubuntu Touch System gearbeitet und diese Ideen hat man jetzt teilweise in Ubuntu Touch mit integriert und das bringt dann vor allen Dingen am System selber eine Reihe von Verbesserungen in Sachen Icons und ja, Konsistenz und so weiter und so fort. Also das ganze Artwork, das ganze Design des Systems ist jetzt ein bisschen schicker geworden und bei der Fehlerbereinigung und Fehlerverbesserung hat man unter anderem auch zum Beispiel das Problem bei der Kamera des Nexus 5 behoben. Da gab es also einige Probleme, was die Benutzung des Nexus 5 Kameramoduls angeht. Das wurde behoben. Und die Qt Quick Controls 2 wurden angepasst. Dort gibt es ein neues Styling, das hinzugekommen ist, das den Designrichtlinien von Ubuntu Touch folgt und damit auch die Möglichkeit gibt, die Controls plattformübergreifend einzusetzen. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache für die Leute, die Software schreiben wollen und die dann beispielsweise auf dem Desktop einsetzen wollen, aber auch auf dem System, auf dem Smartphone-System selber einsetzen wollen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, dass ein dunkles System eingestellt wird, also ein dunkles Thema eingestellt wird für das System und das dann noch besser integriert ist mit dem restlichen Programm. Ubuntu Touch soll auch auf dem Librem 5 laufen. Da gibt es also auch weitere Anpassungen, die es ermöglichen, das Ganze auf den Entwicklungsboards dann lauffähig zu machen. Das ist sicherlich für den einen oder anderen auch eine interessante Geschichte. Kommen wir von einem Linux-System auf Smartphones zu einem weiteren Linux-System auf Smartphones. Ja, ihr könnt das schon ja, fest damit rechnen, worum es geht. Ich pack's mal raus. Selfish OS ist in der Version 3.0.3 erschienen, auch für das Sony Xperia XR2 und da macht es am meisten Sinn, dieses neue Update. Es bringt Vielzahl von Verbesserungen unter der Haube mit, was zum Beispiel libc6 angeht oder auch GCC angeht. Die Browser-Engine wurde ein klein wenig geupdatet, soll jetzt ein bisschen was mehr Webseiten unterstützen und stabiler laufen, ein paar mehr Sicherheitsfeatures bringen. Ist also jetzt Gecko Engine 45 drunter. Sorry. Und dann gibt es noch NFC-Support für das XR2. Das lohnt sich vor allen Dingen. Aber auch die Bugs des XR2, die gröbsten Bugs, wurden behoben, wie beispielsweise der Sensor-Bug. Das heißt, wenn ihr einen Anruf bekommt und das Gerät an euer Ohr haltet oder sowas, dann könnt ihr nicht mit eurem Ohr jetzt versehentlich irgendwelche Aktionen ausführen, weil eben der Proximity, der Annäherungssensor jetzt wunderbar funktioniert und das Display dann ausschaltet. Und das gleiche gilt auch für den WLAN-Bug, der existiert hat, wenn also das WLAN an war und man das Gerät dann im Standby hatte, so wie ich das jetzt hier hatte. Seit gestern habe ich es im Standby gehabt mit WLAN an und bin jetzt hier. Eventuell kann man das sehen in der oberen Ecke. Ich weiß nicht, ob das alles scharf stellt oder mein Gesicht nur scharf stellt. 82% und das ist doch ein recht ordentlicher Wert. Das heißt mit anderen Worten, es funktioniert.
es ist jetzt tatsächlich ein nutzbares Gerät. Auch Alien Dalvik Support, also der Android Runtime Support für das XR2 wurde durchaus verbessert und bietet jetzt die Möglichkeit, dass man die Dual-SIM-Funktionalität auch mit den anderen Anwendungen von Android dann benutzen kann. Das gab's ja, da gab es ja bisher immer Probleme mit. Vielzahl von weiteren unter der Haube geänderten und gelösten Problemen wurde hinzugefügt. Ich habe dazu auch ein eigenständiges Video gemacht, wer sich das anschauen möchte. Ist in Englisch gehalten, aber da gibt es dann auch noch mehr Informationen, was Selfish OS 3.0.3 angeht. Was es nicht nur für das XR2 gibt, sondern natürlich auch für das X, das ich auch hier liegen habe. Also da läuft dann auch schon das neue Update drauf. Und ja, ohne Probleme sieht man eventuell hier auch. So sieht das Logo aus. Es ist noch ein bisschen was eiszeitmäßig gehalten, obwohl wir jetzt hier schon, die Sonne scheint mir ins Gesicht, wirklich auch schon sonnige Tage haben. Aber trotzdem sicherlich ein gutes Release mit vielen interessanten und guten Verbesserungen. Also wer Selfish OS-Nutzer ist, der kann das Update installieren ab dem Yola 1 über das Yola Tablet und so weiter und so fort. Yola Tablet habe ich übrigens für die Leute, die es nicht glauben, dass ich das immer noch habe. Das läuft hier auch mit der neuesten Version. Das ist hier gerade Terminal. Aber es läuft auch mit der neuesten Version 3.0.3. Das heißt, da wird auch weiterhin Modellpflege betrieben, was ich eine tolle Sache finde. Auch das Yola 1 Smartphone, was jetzt mehr als 5 Jahre alt ist, wird ohne Probleme unterstützt. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte von so einer kleinen Firma, die sowas leisten können. Aber das nur ganz am Rande. Kommen wir mal zur Pfeife der Woche. Und diese Pfeife der Woche hat sich schon beworben für, glaube ich, Pfeife des Jahres. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Auch wenn jetzt mein Kamerablickwinkel sich was geändert hat, weil tatsächlich die Batterie, der Akku in der Kamera leer gegangen ist. Es ist Mozilla. Mozilla hat es nämlich geschafft, irgendwie ihre Add-ons komplett zu deaktivieren. Konkret handelt es sich dabei um das Zertifizierungssystem, was sie einsetzen, um zu prüfen, ob jetzt wirklich ein Add-on für den Browser auch genutzt werden kann. Also wer sowas benutzt, Add-ons wie beispielsweise ein Adblock oder uBlock in eurem Webbrowser, um Werbung zu blockieren, aber auch NoScript oder Node.js und wie sie alle heißen, ermöglichen halt eben Vielzahl von Änderungen, Anpassungen im Browser durchzuführen. Und Mozilla hat es geschafft, irgendwie diese ganzen Add-ons zu deaktivieren, indem halt eben das Zertifikat, was benutzt wird, um alle Add-ons zu signieren, abgelaufen ist. Und das hat dazu geführt, dass der Firefox-Chef gesagt hat, hier, die sind abgelaufen, also deaktivieren wir die alle. Dann haben sie alle Add-ons einfach deaktiviert beim Start. Mozilla musste dann schnell reagieren, hat einen neuen Schlüssel erzeugt, der halt eben dann diese Add-ons neu signiert und natürlich noch ein paar Bugfixes herausgegeben in ihren aktuellsten Mozilla Firefox Versionen, und das hat dazu geführt, dass sogar auch die neueste Version, was ist das für eine Version, 67 glaube ich, vom Firefox verschoben wurde auf den 21. Mai, also eine Woche etwa verschoben wurde, damit halt man sich um dieses Thema kümmern kann. Und sie wollen das jetzt natürlich alles ändern. Hintergrund ist, man hat da einen privaten Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel, im öffentlichen Schlüssel signiert man, dann hat man einen Zwischenschlüssel, da wird auch eine Signierung irgendwie durchgeführt, und dieser Zwischenschlüssel, der ist tatsächlich abgelaufen. Und aus dem Grund ist halt eben das Zertifikat nicht mehr gültig gewesen für die ganzen Add-ons, und dann wurden alle Add-ons deaktiviert. Es sind jetzt einige Änderungen geplant. Aus diesem Vorfall möchte man lernen, und es ist halt keine ideale Situation, wie der Mozilla-Mitarbeiter selber schreibt, und die Prozesse müssen eindeutig angepasst werden. Man möchte jetzt daran arbeiten, das Ganze nochmal genauer untersuchen, wie das überhaupt dazu kommen konnte, und dann natürlich dann auch das Ganze beheben und in Zukunft dann auch solche Zeitbomben verhindern können, und ja, möchten einen Mechanismus auch zur Aktualisierung schaffen vom Browser, der halt eben auch das Ausrollen von Änderungen, falls sie notwendig sind, wie solche Änderungen jetzt hier in dem Fall, also sogenannte Hotfixes, dann auch ausgeliefert werden können und man dann nicht eine Woche irgendwie braucht, bis das Ganze irgendwie lauffähig ist, sondern dann das innerhalb von wenigen Stunden dann auch ausrollen kann, möglicherweise sogar ohne, dass große Anzahl von Nutzern dann auch davon betroffen wird. Und ja, Daten sollen gelöscht werden. Alle die Nutzer, die halt eben zum Beispiel bei der Teilnahme einer Studie die Datenweitergabe an Mozilla aktiviert hat, die werden dann, um das Update erhalten zu können, dann auch das Ganze wieder abschalten, und die normale Verwendung des Shield-Systems, was Mozilla verwendet für Experimente, will Mozilla frühestens dann am kommenden Montag, also dem 13. Mai um 16 Uhr
dann wieder aufnehmen. Das haben sie jetzt alles deaktiviert, um halt eben das Update wunderbar schnell ausrollen zu können und die Probleme dann irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, die Probleme und die Daten, die man gesammelt hat zwischen dem 4. und 11. Mai, werden gelöscht und nicht mehr zur Datenauswertung herangezogen. Also für die Leute, die Mozilla irgendwie helfen wollten und jetzt Angst um ihre Daten haben, die werden also gelöscht. Da gibt es also auch keinerlei Probleme. Trotzdem bin ich da ein bisschen skeptisch. Das ist wirklich also ein Totalausfall bei Mozilla, muss man wirklich sagen, weil sie müssen sich doch wirklich mal um ihre Add-on-Systeme kümmern und auch bei der Zertifikatgeschichte, da müssen sie halt eben auf Zack sein und dann müssten sie irgendein System haben, das eben das Ganze auch erneuert regelmäßig, relativ regelmäßig, damit halt so eine Katastrophe nicht mehr passiert. Wir werden schauen, wie sich Mozilla da verhalten wird und ob sie dann eventuell Änderungen durchführen, die halt eben das Problem beheben und in Zukunft dann solche Probleme nicht mehr auftauchen werden. Aber das dauert alles, das braucht alles ein bisschen was Zeit. Sie müssen das Ganze natürlich auch noch analysieren. Vielleicht hatten Sie auch ein System und das ist irgendwie fehlgeschlagen. Sie müssen dann herausfinden, warum ist es fehlgeschlagen, wo lag der Fehler. Vielleicht war es auch ein Denkfehler, ganz einfach bei den verschiedenen Zertifikaten und Signierungsprozessen, die man dort hat. Hat vielleicht einer nicht mitgedacht und dieses Zwischenzertifikat, was man, oder dieser Zwischenschlüssel, den man verwendet zum Zertifizieren, nicht mitgedacht, aber immer noch so ein bisschen amateurhaft. Amateurhaftes Gefühl habe ich dabei schon, und das ist ein bisschen was traurig für so eine, ja, große Software-Schmiede, muss man eigentlich sagen, die jetzt schon so lange am Ruder ist und auch, ja, ich glaube, auch ordentlich Geld verdient mit ihrem Produkt. Wir werden sehen, was sich verbessern wird, ob sich was verbessern wird, und dazu also genug und damit auch schon genug für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr habt jetzt gemerkt, das ist eine sehr, sehr kurze Folge. Ich bin quasi gerade aus dem Urlaub zurück und habe mir nur die Themen rausgesucht, die ich für sehr, sehr spannend gefunden habe, und habe die dann mal so ein bisschen kurz vorgetragen für die Leute, die also diese Woche auch irgendwie verpasst haben oder auf Urlaub waren oder gerade im Urlaub sind und nicht wissen, was jetzt in der letzten Woche abgelaufen ist, so ein bisschen. Die haben jetzt hier eine kleine kurze Zusammenfassung mitbekommen. Ansonsten gibt es ja die üblichen Verdächtigen: Heise, Golem, Computer Base, Pro Linux und. Also eine ganze Menge an Webseiten, wo man sich auch informieren kann. Und sie machen ja teilweise auch mittlerweile diese kurzen Videozusammenfassungen der Woche, wo man also das meiste da noch irgendwie rausgefunden hat. Was ich noch ankündigen kann, wo habe ich es? Ich habe es hier, müsste sogar mittlerweile vollgeladen sein, genau. Das Huawei P30 hatte ich auf meinem Urlaub mit dabei und habe natürlich die hinteren Kameramodule ausführlich genutzt und ausführlich getestet, und die werde ich euch natürlich auch präsentieren in einem kleinen Kamera-Review zusammen mit den Fotos, die ich in Köln gemacht habe. Vor einem Monat etwa wird es also ein ausführliches Review geben zu dem Triple-Kamera-System des Huawei P30 und weshalb ich das wirklich als Ersatz für so eine Kamera wie hier die Fujifilm XT100 oder auch meine XT20 verwendet habe, werde ich euch alles auch nochmal erklären in einem extra Video, das dann später irgendwann mal in dieser Woche vielleicht dann rauskommen wird oder vielleicht nächste Woche als großer Test dann herauskommen wird. Und ich werde es ein bisschen wahrscheinlich anders machen, als ich das vorher gemacht habe. Aber wir werden mal schauen, was sich zeitlich so ergibt. Das war's zumindest jetzt für diese TechView Podcast Show in einer Kurzform Urlaubsausgabe. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Show.